Maria Magdalena, ich merke, dass du mit mir redest. Ich merke es heute den ganzen Abend, dass du mir etwas sagen willst. Aber immer wenn ich versuche, mich auf dich zu fokussieren, dann ist es so, als wenn du wegdriftest. Als wenn ich dich nicht mehr wahrnehmen kann. Als wenn ich denke, die Verbindung ist unterbrochen. Und ich verstehe das nicht. Kannst du mir das erklären? Mein liebes Kind, du hast mich Zeit deines Lebens abgelehnt, weil du deine eigene Weiblichkeit abgelehnt hast. Und deshalb bin ich dir extra separat erschienen. Und früher hast du mich dann auch weggeschoben, abgelehnt. Aber du hast nicht mich abgelehnt, du hast dich selber abgelehnt. Und zwar den Teil deiner Weiblichkeit, der aufs Tiefste verletzt wurde, in diesem Leben und in vielen, vielen Leben davor. Und dieser Teil, den du abgelehnt hast, bin auch ich, ist auch ein Teil von mir, denn ich habe ähnliche Verletzungen erfahren, als ich inkarniert war. Doch es ist so viel passiert und auch in deinem Leben jetzt. Du akzeptierst dich selber, du liebst dich selber viel, viel mehr als je zuvor. Und das bedeutet, dass du mich als einen Teil von dir integriert hast. Ich gehöre zu dir. Ich bin du und du bist ich. Schau dir andere Wesen an, mit denen du früher Kontakt hattest, die du wahrnehmen konntest, die du separat von dir gesehen hast, mit deinem inneren Auge. Du siehst sie heute nicht mehr oder nicht mehr so normal, wie du sie vorher gesehen hast, weil du sie aufgenommen hast, integriert hast in dir selbst. Du kannst niemanden wahrnehmen, kein Wesen wahrnehmen, was nicht ein Teil von dir ist. Und wenn du uns nicht mehr separat wahrnimmst, bedeutet das, dass du ein großes Stück gewachsen bist, weitergegangen bist. Du fragst dich zu Recht, was ist das? Habe ich jetzt all meine Fähigkeit verloren? Habe ich meine Spiritualität verloren, meine mediale Wahrnehmung? Nein, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Du öffnest dich immer mehr. Du öffnest dein Herz und lässt die Liebe fließen. Nicht mehr nur in eine bestimmte Richtung, sondern in alle Richtungen. Und du bekommst, wie du siehst, auch immer mehr zurück. Und das macht dieses Gefühl, was du hast, dass du dich verliebt fühlst, dass du dich gemocht fühlst, wie du es heute Abend geschrieben hast, dass du so lange darauf gewartet hast, auf dieses eine Gefühl. Und ich sage euch allen, es ist nicht nur für eine bestimmte Person bestimmt, die dieses fühlen kann. Ihr alle könnt es fühlen, jeder Mensch kann es fühlen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr eure Herzen öffnet. Nichts mehr ist dafür notwendig. Ihr seid alle gleich, keiner ist besonders, keiner ist besser als der andere, keiner ist schlechter als der andere. Öffnet eure Herzen, lasst die Liebe fließen. Geht dahin, wo eure größte Angst ist und überwindet sie, überwindet das. Ihr könnt nichts verlieren. Mag auch passieren, was jetzt will, und eure Welt ist komplett im Umbruch. Ihr braucht niemals Angst zu haben. Denn in Wahrheit seid ihr immer sicher, beschützt und alles ist gut. Und das versucht euch immer dann zu sagen, speziell, wenn ihr Angst bekommt, wenn ihr traurig seid, wenn ihr euch einsam fühlt, wenn ihr euch innerlich leer fühlt. Erkennt, dass das nichts anderes als das Ego ist, euer Verstand, der euch euer ganzes Leben lang gedient hat. Aber nun darf er sich zur Ruhe begeben. Er bekommt neue Aufgaben. Und ihr schreitet voran in die Liebe. Und manch einer mag jetzt sagen, ja, wenn ich mir die Welt so ansehe, überall Krieg, überall Hunger, Naturkatastrophen, das ist doch keine Liebe.
Nein, das ist auch keine Liebe. Das ist das, was das Ego gemacht hat. Das sind die Zeichen des Egos und des Verstandes. Das ist die Dunkelheit. Aber in letzter Konsequenz ist auch das wieder nur Liebe. Denn ihr könntet euer eigenes Licht nicht sehen und nicht so verstärkt sehen und wahrnehmen, wie ihr es jetzt teilweise wahrnimmt, wenn auf der anderen Seite die Dunkelheit nicht auch steigen würde. Deswegen seid dankbar, nehmt auch diese Dunkelheit an, nehmt eure eigene Dunkelheit an. Es sind Teile von euch, die gesehen werden wollen, die geliebt werden wollen. Und schreitet voran und wundert euch nicht, wenn irgendetwas anders ist, komplett anders ist, als ihr es vorher kennengelernt habt, weil es ist nichts anderes, als dass eure Welt immer mehr zusammenbricht. Und das ist gut so. Es muss so sein. Denn daraus kann das Neue entstehen und wird das Neue entstehen. Und habt Vertrauen, habt einfach Vertrauen und geht weiter. Es ist schön und wundervoll, wenn ihr eure Anteile immer mehr integriert und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr aus euch heraus sprecht, dann ist es genau die Wahrheit. Denn wir sind nicht außerhalb von euch. Wir sind nicht unabhängig von euch. Wir sind ein Teil von euch. Und das gilt es zu verstehen. Und deswegen, egal was auch immer passiert, bleibt bei euch, bleibt in eurer Mitte und bleibt standhaft, dass ihr nicht rausfallt aus der Mitte. Und wenn es geschehen sollte, dann akzeptiert es und geht einfach wieder zurück. Ihr merkt immer mehr, was für eine großartige Zeit ihr erlebt, was für komplett neue Gefühle ihr jetzt erlebt. Und das ist das, was immer für euch vorgesehen war. Das ist die Liebe. Das ist das Einzige, was existiert. Nichts anderes. Und alles andere hat euer Ego und der Verstand daraus gemacht. Aber das ist das, was ihr erleben wolltet. Und deshalb seid dankbar und sagt, wundervoll, wundervoll, was geschehen ist. Und ich bin zutiefst dankbar für das, was ich erlebt habe. Und ich bin zutiefst dankbar für das, was ich jetzt in diesem Moment erlebe, die Unendlichkeit. Ich danke dir von Herzen und freue mich, wenn du mich immer weniger außerhalb von dir selber wahrnimmst. Das bedeutet, dass du immer mehr zu dir selber stehst. Ich liebe dich unendlich.